Herzlich willkommen zu Talk & Pray an diesem wunderschönen Dienstag. So schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, mit uns über den Mittag hinweg zu beten. Auch ein herzliches Willkommen an unsere Online-Chat-Hosts. So cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Der 1. August ist heute und das ist in der Schweiz eben der Nationalfeiertag. Isa, wie alt wird die Schweiz heute? 732 Jahre. Wow. Jährig, 732 wow. Jahre, genau. 1291, wow. 732, ja. Genau. Mega, mega cool, dass wir das gemeinsam feiern dürfen. Hey, heute geht das um das Thema Minderwert besiegen. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht mit dem Thema, aber ich merke, es ist bei mir so ein Season-Ding. Oder mal kommt der Minderwert, dann geht er wieder, dann kommt er wieder, dann schleichen sich Gedanken ein. Wie geht es euch beiden mit dem Thema Minderwert besiegen? Geht ihr überhaupt, merkt ihr Minderwert in eurem Alltag oder ist es für euch eine Sache, nein, es betrifft mich gar nicht? Wie ist es für euch? Schön wär's. Schön wär was. Wenn wir keinen Minderwert hätten. Hey, mich hat einfach bei der Message das sehr berührt, dass es sehr schnell eine Normalität werden kann. Ja. Und dass man sich vielleicht gar nicht so bewusst ist, welche Maßstäbe man eigentlich in seinem Leben schon so tief gesetzt hat, dass man sich das gar nicht bewusst ist. Hey, was für Minderwerte habe ich einfach noch in meinem Leben? Und ich glaube, das ist so ein Journey, der begleitet uns ein Leben lang. Also ich würde sagen, das hört nie auf. Ja. Ich bin mit Minderwert aufgewachsen, also ich habe gar nie etwas anderes gekannt. Für mich war das normal. Ich habe gar nicht gewusst, dass das nicht normal, eigentlich nicht normal wäre. Das habe ich dann erst gecheckt, als ich zum Glauben gekommen bin. Aber auch da, ich weiß nicht, ich war sicher schon 10 Jahre gläubig, als ich das dann endlich angepackt habe oder es mir wirklich bewusst wurde. Ja. Und weil das ist schon etwas, das sitzt so tief in den Knochen, wenn du das einfach vom Kind an hast, das ist wirklich, ich finde das mega, mega, mega schwierig. Und das dann wirklich rauszukicken, das ist das eine, aber eben, dass es immer wieder kommt, immer wieder greifen will und dann einfach resistent zu sein und zu sagen, hey, nein, du kannst in Jesu Namen kannst du dich sonst wohin verkriechen, ich brauche dich nicht mehr, das finde ich mega, mega, mega schwierig. Ja. Ja. Am Sonntag haben wir in unseren Summer Celebrations von Martha und Joel Vögli gehört und wie sie damit umgehen. Martha, die Mama von Joel, die hat nämlich erzählt, dass sie das auch schon seit ihrer Kindheit bewegt, das Thema Minderwert, und dass sie das wirklich viel und lange angehen musste, oder? Und der Joel hat dann quasi wie davon erzählt, dass auch das, der Minderwert der Mama, sich quasi auf seine Erziehung, seine Kindheit ausgewirkt hat. Hey, und das fand ich ein mega spannendes Thema. Ich merke das momentan auch als Mami. Hey, es gibt schon Momente, wo sich Minderwert immer wieder einschleicht, oder? Vielleicht kennt ihr das ja auch im Chat. Schreibt doch mal mit einem Emoji einfach den Daumen hoch. Ja, Minderwert kenne ich. Das ist bei mir auch ab und zu mal ein Thema. Es würde mich nämlich wirklich interessieren, wie viele eigentlich vielleicht auch anonym damit strugglen, oder? Weil es ist ja nicht leicht, über seinen Minderwert zu reden, oder? Das ist wirklich das, was ganz herausfordernd ist. Isa, jetzt ist es ja so, dass wenn ich mit Jesus unterwegs bin, oder? Ich höre wirklich viele wunderbare Dinge in der Bibel über die Identität, die ich als Christ bin, wer ich bin. Wie gehe ich denn damit jetzt um, wenn ich Minderwert spüre in meinem Leben, aber auch auf der anderen Seite das Wort Gottes habe? Wie machst du das praktisch, wenn solche Gedanken kommen? Also ich musste mir wie antrainieren, erstmal zu checken, zu entdecken, was Gott überhaupt sagt, oder? Ja. Über meinem Leben. Und das hat eine unglaublich lange Zeit gebraucht, das zu entdecken und dann gleichzeitig zu vertiefen, was Gott in meinem Leben sagt. Und da merke ich, da kann ich die Bibel aufschlagen, ich kann Bibelverse über mir proklamieren. Es gibt Bibelverse, die ich dann über mir proklamiere und mir wirklich ganz bewusst mache, hey, ich bin ein geliebtes Kind, ich bin wertvoll, ich bin nicht ein Stück Scheiße, ich bin kein Fehler, ich mache Fehler, das ist, ich darf Fehler machen, aber ich bin kein Fehler. Und ich denke, das ist etwas, das Entdecken und dann das Vertiefen, das hat bei mir wirklich Jahre gedauert. Und was mir geholfen hat, ist immer wieder einfach eben Bibelstellen zu nehmen und zu essen. Aber das allein hilft mir nicht, wenn ich nicht eine lebendige Beziehung zu meinem Gott habe. Weil das ist das, was ich brauche, diese lebendige Beziehung, weil nur das Wort Gottes, also in Anführungszeichen nur, das hilft mir schon, aber durch die Beziehung zu meinem Gott, diese Kombination, das Wort und die Beziehung, also das Wort und das Gebet eigentlich, das hilft mir. Das hilft mir mega. Wie ist es für dich, Lea, wenn du solche Minderwertigkeitsgedanken hast? Wie gehst du damit um?
Also für mich fängt das schon an, wie ich meinen Tag starte. Wenn ich meinen Tag mit Social Media starte und schon auf Instagram scrolle und dann vergleiche ich mich schon. Und da kommt ja schon ein Minderwert mit dem Vergleichen in mein Leben. Und dass ich wirklich den Morgen mit der Bibel starte und wirklich mir auch Zeit lasse, dass Gott sprechen kann zu mir. Und er offenbart mir dann auch so, hey, das solltest du angehen und das. Und ich merke dann einfach, dann kann ich durch den Tag dieses Schlachtfeld der Gedanken, die kommen ja dann, also das habe ich sehr zu kämpfen manchmal, so die Gedanken, wo ich dann auch reflektiere, oh, was denken jetzt die Menschen, wie habe ich jetzt hier reagiert, das könnte man ja, das war vielleicht schlecht, oder dann kann ich dann so in eine Gedankenspirale einfach fallen. Und dort merke ich einfach, dass es mir hilft, wenn ich gerade den Tag mit Gott starte, in den Momenten dann auch einfacher rauszukommen, als ich, wenn ich den Tag mit Social Media starte oder schon schlecht so. Genau. Wow. Ich glaube, es wäre mega toll, wenn wir das mal als ersten Gebetspunkt nehmen, oder? Wo du vielleicht auch merkst, gerade wenn du zuschaust, hey, ja, es haben sich Gedanken eingeschlichen des Minderwerts, oder es haben sich Dinge eingeschlichen, wo ich meinen eigenen Gedanken glaube, eher als das, was das Wort Gottes sagt, oder wo ich meinen Wert von anderen Dingen definieren lasse. Vielleicht sind es Dinge, wie gut du etwas tust, oder wie gut du umsetzt, wie liebevoll du mit Menschen umgehst, oder vielleicht wie viel Geld du verdienst, oder ja, was deine Familie ausmacht. Vielleicht profilierst du dich über solche sichere Dinge und lässt deinen Wert nicht von Jesus bestimmen. Und ich glaube, es wäre wirklich schön, würden wir uns die Zeit nehmen, dafür zu beten, dass ja, vielleicht auch der Heilige Geist gerade jetzt Dinge in deinem Leben aufdeckt, wo du merkst, da möchte Jesus den Finger drauf legen und den Wert für sie neu definieren und deinen Selbstwert neu definieren. Mhm. Isa, würdest du im Gebet uns leiten? Ja? Mega gerne. Und ich danke dir, Vater, wirklich, dass du uns unser himmlischer Vater bist. Ich danke dir, dass du so anders über uns denkst, als wir uns vielleicht gewohnt sind. Ich danke dir, dass es keinen Unterschied macht, wer wir sind, was wir leisten, sondern dass du uns anschaust und uns einfach lieben möchtest, uns zeigen möchtest, wie wunderbar und einzigartig du uns gestaltet hast, mit was für Schätzen du uns ausgerüstet hast, mit was du in uns hineingelegt hast, weil du hast so viel Gaben, Talente, natürliche, übernatürliche in uns hineingelegt. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, zum Original zu werden. Und dass du uns immer wieder zeigst, dass wir keine schlechte Kopie sein müssen von irgendetwas anderem, das wir vielleicht für cool oder für schön oder was ich finden, sondern dass wir erkennen dürfen, wer wir wirklich sind. Und ich bitte dich wirklich, dass du jetzt einfach kommst mit deinem Geist und deine Identität ausgießt, eine göttliche Identität, dass du jetzt herumgehst, online, hier vor Ort, auch bei uns, dass du uns eine göttliche Identität schenkst, die wirklich nur du geben kannst. Und dass wir uns einfach füllen dürfen mit dir, mit dem, was du sagst, mit dem, was in deinem Wort steht, und das einfach nehmen dürfen und glauben dürfen und damit leben können. Weil es wird einen krassen Impact haben, in uns selber, aber auch in unserem Umfeld, wenn wir aufstehen, wenn wir diese Asche abschütteln vom Minderwert und aufstehen in deinem Glanz für das, was du uns bestimmt hast. Und das spreche ich uns allen zu. Wir sind Königskinder, wir sind deine Kinder, und du hast uns genial geschaffen. Danke, dass wir das anschauen dürfen. Danke, ja. Ja, Heiliger Geist, wir laden dich auch nochmal ganz neu ein. Komm und fülle du unsere Gedanken, fülle du unser Herz. Hilf uns, das abzulegen, was uns hält, der Wahrheit, deiner Wahrheit über uns zu glauben, Jesus. Wir richten uns einfach nochmal neu auf dich aus. Bestimme du unseren Wert. Ja, Gott, und ich bitte auch gegen jegliche traumatisierende Kindheitserlebnisse, wo wir einfach Minderwert schon als kleine Kinder aufgenommen haben, das vielleicht auch ja angenommen haben, vielleicht von unseren Eltern oder von jemand anderem, wo wir Dinge adoptiert haben, die eigentlich gar nicht uns gehören. Und die schneiden wir einfach nochmal ganz bewusst ab. Ich möchte wirklich für jeden beten, der gerade spürt, ja, da ist etwas, was mich belastet, schon seit meinen jungen Jahren.
Und wir schneiden das einfach nochmal neu ab und wir geben es dir hin, Jesus, und wir sagen, du allein definierst, wer wir sind. Du allein bestimmst unseren Wert und du allein schaust für uns. Ja, und wir beten einfach, dass wir dort Freiheit erleben dürfen, Jesus. Und ich möchte dich einfach, Herr, noch um Vergebung bitten, auch dort, wo wir uns einfach minderwertig fühlen, weil wir Dinge anschauen, die einfach nicht zu uns gehören, oder weil wir Dinge wollen, auf den Sockel stellen, also unseren Gott anbeten quasi, das einfach nicht sein soll. Und ich bitte dich wirklich einfach um Vergebung für das, was ich da produziere, wenn ich meinen Wert einfach nicht checke. Ja. Vergib uns, vergib mir, auch in diesem Bereich, und hilf uns, hilf mir, einfach schenke Freiheit in dem, dass wenn wir einfach wieder in diese Falle hineintappen, dass wir erkennen und spüren und merken und sofort uns umdrehen können, 180 Grad, und dich wieder anschauen und dir wieder Danke sagen und sagen, es ist gut so, und du definierst unseren Wert, du zeigst uns den Wert und nicht wir selber und schon gar nicht andere Menschen. Danke, dass du uns vergibst. Amen. Ich glaube, du hast mega etwas much Entscheidendes gesagt. Ich weiß jetzt nicht, im Gebet oder vorhin hast du gesagt, fülle du unser Herz. Ja. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, dass Gott unsere Herzen füllen kann, weil daraus fließt das Leben. Und wenn wir gefüllt sind mit dem Wort Gottes, nicht nur hier oben, sondern wenn es im Herzen geschieht, dann glaube ich, kann es einen Unterschied machen, oder? Wow. Weil nur im Verstand, das bringt wie nichts. Es muss ins Herz rutschen oder umgekehrt. Ich bin da auch noch dran, irgendwie das rauszufinden. Aber ich glaube, das, was unser Herz füllt, bestimmt dann schlussendlich auch unsere Gedanken. Voll. Oder? Voll. Da würde ich dir voll recht geben. Joel hat, das fand ich so interessant an der Message am Sonntag, er hat drei Punkte genannt, oder? Der erste Punkt war, gib Gott deinen Maßstab ab. Der zweite Punkt ist, umarme deine Zerbrochenheit. Und der dritte Punkt ist, lebe in der neuen Identität. Und ich finde das so interessant. Nur wenn wir realisieren, dass unser Herz eigentlich mit Negativen gefüllt ist, können wir es bereinigen lassen, oder? Und können es wirklich dieser Herztransplantation, nenne ich es jetzt mal, von Gott unterziehen lassen, um dann wieder, aber auch zu realisieren, eigentlich, ich bin zerbrochen. Und ich bin von mir aus nicht gut, oder? Und ich brauche Jesus, dass er das füllt. Ich brauche, dass mir jemand Wert zuspricht. Nicht umsonst suchen wir es ja irgendwo anders, wenn wir es nicht brauchen würden, oder? Aber wir brauchen wirklich diese Identität von Jesus und wir brauchen wirklich, dass er unsere Zerbrochenheit wieder füllt und wiederherstellt. Lea, jetzt ist es ja so, du bist Teil vom Sunday Night im ICF. Gerade mit der jungen Community unterwegs. Und wie nimmst du das wahr? Zerbrochenheit in der Generation, wie nimmst du das wahr? Die Identitätssuche, die dort eigentlich vorangeht. Wie spürst du das in der Community? Also ich denke, gerade für unsere Generation ist das ein großes Problem, gerade für junge Menschen und mit dem Ganzen, was ich schon erwähnt habe, Social Media, der Vergleich. Also ich denke, früher hast du dich wie verglichen mit deinen Freundinnen oder mit deinem Umfeld. Heute kannst du dich mit der ganzen Welt vergleichen. Ja. Also du wirst verglichen mit einem Supermodel oder mit einfach so vielen Menschen. Und ich glaube schon, dass sich da schon als Kind einfach mal Minderwert einfach automatisch in die Leben kommen. Wow. Und ich denke, das ist schon ein großes Thema. Und deswegen finde ich auch die Message so wichtig für unsere Generation, weil ich wirklich denke, dass wir auch gerade als meine Generation damit zu kämpfen hat. Und dort auch der Teufel das natürlich nutzt. Weil wenn wir nicht wissen, wer wir sind in Jesus, dann nehmen wir nicht unsere Autorität an, die uns Gott gegeben hat. Dann sind unsere Leben gefüllt als eine Sklave von dieser Welt oder von diesem Minderwert und was andere Menschen über uns sagen. Und wir werden halt schon, also seit unserer Generation mit den ganzen Likes, wirst halt schon ein bisschen so geprägt, dass was du machst, das muss auch Lob bekommen. Wenn du das Lob dann nicht erhältst, dann hast du eigentlich nicht den Wert. Und das ist ja bei Gott nicht so. Und dass das nicht auch unser Gottesbild prägt oder unsere Mitmenschen, wie wir die Mitmenschen sehen, dass es nur über Lob und Anerkennung geht, sondern eigentlich der andere Weg wäre. Was wäre dann wichtig jetzt für mich als ältere Frau,
mit der jungen Generation, dass ich die Leute ermutigen würde, also noch mehr ermutigen oder einfach, wie kann man sagen, wenn ich etwas sehe in der Person, dass ich das dann anspreche, hey, du machst das super, aber natürlich nur, wenn es stimmt, also wie könnte ich da als ältere Frau beisteuern? Ja, voll gut. Ja, oder dass ich auch eine Tochter in einem Alter, ich finde, das passt voll. Also ich finde, wirklich das Leben sprechen. Ich glaube, das ist schon die Aufgabe von Eltern oder gerade, ich würde es auch sagen, vom Vater, gerade für ihre Töchter wirklich diese Identität seit jung auf ein, ja wirklich zu über sie zu sprechen. Mhm. Ich glaube, dass, ja, und diese Annahme, dass sie wirklich, ja, das würde ich schon sagen. Mhm. Klar, bei meinen Kindern mache ich das eh, aber eben jetzt so, in der Sunday Night zum Beispiel, oder? Oder einfach, weil ich sehe ja so viele junge Menschen um mich herum und ich getraue mich oft nicht, eben da kommt dann auch wieder so, ja, du bist ja älter, was willst du denen jetzt? Ja. Aber ich glaube, vielleicht wäre es schon noch relevant, oder? Dass falls du jetzt zuschaust und auch älter bist, ja, dass wir ermutigen, oder? Ja, voll. Ja. Voll. Ich bin ehrlich gesagt ein Riesenfan von Intergenerational, nennt man das ja, also generationenübergreifenden Dingen, weil ich finde, wir lernen voneinander so viel und wir brauchen einander so sehr. Vielleicht bist du gerade auch dabei, schaust zu und denkst, ja, was habe ich denn noch zu geben? Wir brauchen dich. Du hast etwas beizutragen, das den Wert Gottes widerspiegelt, den andere Menschen brauchen. Ich möchte dich da einfach ermutigen. Weil Martha hat das gesagt und das finde ich so spannend, das ist mir so hängen geblieben. Sie hat gesagt, Minderwert ist keine Privatsache. Ja. Und ich finde es so interessant, dass wir immer und öfter das Glorreiche und Positive nach außen tragen, aber das Negative bleiben wir innen und das wird so heimlich gemacht, oder? Und ich finde, was im Verborgenen ist, das kann oft ganz schnell Wurzeln schlagen und sich festsaugen und festziehen, weil ja niemand reinspricht, oder? Meine eigenen Gedanken, es ist alles von sehr. Und ich würde wirklich gerne jetzt nochmal beten, dass wir einfach, ja, einander anfangen zu ermutigen, positiv in das Leben zu sprechen und Gottes Wörter übereinander aussprechen und einander Wert zu sprechen, den er schon lange in uns sieht, oder? Dass wir auch da die Verantwortung wahrnehmen, füreinander einzustehen und da zu sein. Es ist gut. Lea, leitest du uns und Isa, unterstützt du? Super, gut. Ja, Heiliger Geist, wir laden dich jetzt einfach in unser Herzen ein. In dem Psalm steht, prüfe unsere Herzen. Mach uns neu. Prüfe und erforsche mich, reinige unsere Herzen. Und du siehst dort einfach diese Gedankenströme, die einfach so wild manchmal sind. Und wir sprechen einfach Jesus Namen und sagen einfach, hey, wir binden diese Gedanken in Jesu Namen, wir binden diese Gedanken. Und wir wollen einfach neue Gedankenströme bilden in deinem Namen. Wir wollen neue Wege finden, um zu denken, wie wir gerade auch andere Menschen sehen. Und danke, bringst du das Vollbringen. Müssen wir das nicht aus eigener Kraft machen, sondern Heiliger Geist, danke. Ja, kommst einfach in die Herzen rein und reinigst du. Reinigst du, was nicht in unsere Herzen passt, was nicht heilig ist. Denn wo du bist, Heiliger Geist, da ist Heiligkeit. Das ist so heilig und hat nichts anderes verloren. Und wir beten einfach, dass das jetzt in diesen Herzen passieren darf. Dass wirklich eine Reinigung von innen nach außen passieren darf. Und zeige uns einfach dort vielleicht auf, was wir kleine Schritte, die wir machen dürfen, wie wir neu denken dürfen, wo wir aufpassen müssen, wo wir so in einer Normalität gefallen sind, die wir jetzt einfach akzeptiert haben, die aber nicht göttlich sind. Jesus, wir geben dir wirklich Raum, Heiliger Geist, dass du aufzeigen darfst, was verändert werden muss. Aber danke, bist du wirklich ein guter Hirte und meinst, hast du gute Gedanken über uns und bringst du das Vollbringen und dürfen wir einfach dort deinen Heiligen Geist einfach einladen, der einfach durch unsere Herzen wirkt und das wirklich einfach reinigt. Und ich danke dir, dass du, Herr, jetzt einfach auch durch die ältere Generation hindurch fegst. Dass du Menschen, Männer und Frauen berufst, die älter sind, um einfach der jüngeren Generation zu dienen. Ja, Jesus.
die fähig sind, gesunde Identität in die jüngere Generation hineinzusprechen, hineinzubeten. Mhm. Wir lösen wirklich diese Väter, diese Väterherzen und Mütterherzen, aber wir binden das Falsche, dass das Gefühl hat, ich darf jetzt Mutter oder Vater sein oder was auch immer und ich rede dir jetzt rein. Es geht nicht darum, das meine ich nicht, das binden wir. Aber wir lösen, dass das Göttliche, das eben Generationen verbindet und Generationen vermischt und das Alt und Jung zusammen einfach ja, göttlich leben können und sich so entfalten dürfen. Ich danke dir wirklich, dass du jetzt Frauen und Männer berufst, die das schon lange auf dem Herzen haben und dass du hier einfach reinsprichst und wirklich zeigst, dass sie aufstehen dürfen und diese Autorität, diese göttliche Autorität in Anspruch nehmen sollen. Mhm. Weil wenn sie es nicht tun, wer macht es dann? Und ich danke dir, dass da einfach eine Gesundheit reinkommt und dass dieser Minderwert, der nicht gesund ist, und aber auch dieser Stolz, der nicht gesund ist, der muss weichen in deinem Namen. Den binden wir in Jesu Namen. Ja. Amen. Amen. Ich finde das Thema mega spannend, weil ich glaube, oft als Frauen ist bei uns Minderwert auch mal eine größere Sache in unserer Identität, oder? Also ich merke wirklich, manchmal als Frau bin ich schon sehr herausgefordert, dort meine Identität, auch gerade das Vergleichen, vielleicht ist es gerade auch ein doofer Stereotyp und es ist bei Männern genauso, dann lasse ich mich wirklich gerne eines Besseren belehren. Aber Isa, ich fand das so interessant, wofür du gerade noch gebetet hast, weil ich gemerkt habe, hey, es ist so eine feine Balance, dass ich gut über mich denke, und dass ich Stolz und vielleicht Überheblichkeit auch in meinem Leben Raum gebe, oder? Diese falsche Frömmlichkeit vielleicht auch oder dieses falsche Versteckspielen oder dieses falsche sich selber klein machen. Ach ja, aber eigentlich bin ich gar nicht so, oder? Und man hat trotzdem ein stolzes Herz. Wie prüft ihr beide denn eure Herzen? Wie merkt ihr, wie prüft ihr immer wieder, ja, das ist Stolz und das ist vielleicht noch Raum zum Wachstum? Wie geht ihr damit um? Mit dieser Spannung, was ist, ja, sage ich mal, authentisch von mir selber denken und was ist überheblich sein? Ui, das ist eine extrem schwierige Frage. Wir schauen mal direkt hinter die Kulissen. Das ist mega krass. Also ich denke, ich bin ein sehr reflektierter Mensch, weil ich genau weiß, wenn ich mich selber nicht reflektiere, wenn ich selber nicht eben, wie du gesagt hast, am Morgen aufstehe und nicht eben erst, weiß ich nicht, was anschaue, sondern wenn ich wirklich versuche, mich zu connecten mit meinem Gott, dann ich kann es dir nicht wirklich erklären, aber dann spüre ich, wenn ich jetzt stolz bin oder Minderwert kommt, ich spüre das, weil ich einfach merke in meinem Herzen, ui, da fühlt sich etwas nicht gut an. Ja. Und dann weiß ich, ja, Isabel, also das geht nicht. Hier denkst du falsch und es ist nicht richtig, wie ich mich jetzt verhalte oder eben denke. Und dann bitte ich wirklich, dann stehe ich hin und sage, Jesus, vergib mir, hilf mir. Ich merke einfach, wenn ich das am Morgen nicht mache, bin ich nicht richtig angezogen. Das kann ich vielleicht so erklären. Dann habe ich entweder meine Schuhe nicht an oder meinen Pullover nicht an und dann fühle ich mich nackt, dann fühle ich mich nicht wohl. Aber anders weiß ich, okay, ich bin geschützt und ich habe gesagt, Jesus, du musst mir helfen. Weil sonst, du kannst immer von zwei Seiten vom Ross runterfallen, entweder vor Stolz oder vor Minderwert. Und es wird dich immer erreichen. Weil der Feind, der schläft nicht. Ja. Du schläfst vielleicht, aber der Feind ganz sicher nicht. Und von dem her, ich muss mich krass connecten, sonst habe ich wirklich keine Chance. Ich kann es nicht anders erklären. Wow. Und das spürst du einfach. Ich weiß nicht, wie ich das sonst, keine Ahnung, vielleicht kannst du es besser erklären. Ich weiß es nicht. Ja, also ich finde es mega stark, was du gesagt hast, wirklich. Ja. Und ich merke auch jetzt bei mir selbst, wenn mir jemand ein Kompliment gibt, dass ich dann nicht so bin, ach nein, und dann... Habe ich dir heute gemacht? Ja, und dann bist du so, weißt du, es ist so, dass ich es akzeptiere, annehme und sage, und dann aber Gott für das Danke sage. Ja. Und dann nicht mich so dem anderen so runterspielen, also Sie ist heute an mir vorbeigehuscht, dann habe ich ihr gesagt, du siehst so schön aus. Und dann hat sie gesagt, danke, aber du auch. Ja.
Hey, wow. Ich finde es so spannend, was es mit uns macht, wenn wir wirklich Gottes Perspektive annehmen, oder? Wenn wir ja einfach seinen Wert über unser Leben aussprechen. Ich weiß nicht, was das Thema mit dir jetzt gemacht hat. Vielleicht spürst du, ja, ich habe da wirklich nochmal Nachholbedarf. Ich möchte da gerne nochmal mit jemandem drüber reden. Dann kannst du das machen. Auf alle Fälle unter icf.ch/connect oder icf.ch/gebet. Ich würde dir auf alle Fälle noch empfehlen, dass du dir die Message vom Sonntag anhörst. Es ist wirklich für mich so ermutigend zu sehen, wie Martha, ja, die Mama von Mule, ihr Leben lang wirklich Sachen aufgegriffen hat, sich dem gestellt hat, Gott erlaubt hat, ihr Herz wirklich zu bewegen. Und ja, auch wie Joel das immer wieder macht. Ich finde, er ist für mich so ein Vorbild in dem, dass er sein Herz ja einfach in der Position hat, wo Gott es verändern darf. Und das finde ich mega, mega schön, dass wir ihn auch wirklich da haben, der für die nächste Generation da mitschaut und das mitmacht. Hey, ich würde zum Abschluss gerne noch für uns beten und einfach in ein Segensgebet sprechen, dass wir Gottes Wert annehmen können. Es ist gut. Hey, Jesus, danke dir so sehr, dass wir einfach in dieser neuen Identität unter deinem Segen leben dürfen. Danke, dass wir immer wieder prüfen dürfen, das, was die Welt über uns ausspricht, und wir deine göttliche Welt dagegen halten dürfen, dein Wort dagegen halten dürfen. Jesus, ich bete einfach für uns, dass wir Liebhaber deines Wortes werden, dass wir wissen dürfen, was du uns sagst. Dein Wort spricht zu uns, dein Wort ist lebendig, es ist kraftvoll, es ist zeitnah, es vergeht nicht, und du willst immer noch täglich mit uns in Kontakt treten und zu uns reden. Das bete ich einfach, dass wir, wie Isa gesagt hat, nicht vom Pferd runterfallen auf der einen oder anderen Seite, sondern dass wir wirklich fest im Sattel sitzen dürfen und wissen dürfen, du hast Großes mit uns vor. Wir dürfen stolz sein auf das, was du in unserem Leben tust, Jesus. Wir dürfen stolz sein über die Veränderung, die dein Geist in uns hervorruft. Und ich segne dich einfach diese Woche, dass du im Segen Gottes gehen darfst, dass du wissen darfst, er ist mit dir, er ist bei dir, er sieht dich immer, wenn sich Gedanken des Minderwertes einschleichen möchten, dann will er was Neues zu dir sprechen. Und ich bitte, dass du Ohren hast, die hören auf seine Stimme in deinem Alltag. Amen. Amen. Hey Isalea, so schön, dass ihr bei uns wart für Talk and Pray. Ich lieb's. Frauenpower auf der Couch an diesem wunderschönen 1. August. Hey, wir wünschen dir einen ganz, ganz schönen Dienstag. Wir freuen uns am Sonntag auf dich zur Celebration. Wir gehen weiter in unseren Summer Celebrations und lassen es krachen. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.